Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Einrichten im Molenias Resort. So, im letzten Part haben wir die Fische reingepackt, die sind alle ganz da oben. Ich habe auch schon den Befehl einmal ausgeführt, falls da doch, also wenn ich die einsammel, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die dann wirklich noch ihren Schutz behalten. Aber guck mal, da kommen doch welche runter. Das ist ziemlich gut, ziemlich cool. Okay, so. Wir haben noch einiges an Fische ja im ja noch über hier. Das ist alles keine Fische. Wir fangen mal von hinten an. Ich glaube, dass das einfacher ist hier. Crap. Da, das ist schon mal ein Fisch. Oh, eine Haie. Manta Ray, Salmon, Piranha, Mandarin haben wir drinne, Jellyfish und so weiter auch. Also die haben wir alle drinne. Was wir noch nicht drinne haben, sind Piranhas und Haie. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn ich Piranhas oder Haie mit Fischen zusammentue. Wenn hier einen Hai drin haben, wäre ja schon cool, ne? Aber da bin ich mir wirklich nicht sicher. Da müsste ich nachschauen. Ich würde die Piranhas und den Hai erstmal draußen lassen. Aber durchaus hier die größeren Fische mit reinmachen. Ich guck mal, wer da genau. Kott können wir noch. Delfin! Oh, nee, aber den machen wir hier nicht rein. Clownfisch, Bass. Angler haben wir, glaube ich, drinne. Das sollte alles, ja, genau. Dann, ja, dann machen wir die auf jeden Fall noch mit in das Wasser rein. Und wie gesagt, beim Hai und so schauen wir dann mal. Das können wir jetzt kreativ machen. Oh, zack. Die sind schon, also die Rochen hier, die sind schon groß. Da würde ich mal nur so zwei, drei reinmachen. Kurz den Befehl ausführen, weil ich schon merke, die kriegen Schaden. Also die sind schon arg groß. Da würde ich vielleicht dann doch hier auf den Hai verzichten. Und der kommt dann irgendwann woanders mit rein. So. Gut. Okay. Ich würde sagen, das reicht. Das sind genug Fische. Aber wir gucken gleich nochmal. Ja. Also mehr wie genug Fische. Guck mal, was da oben alles vollhängt. Gehen mal in eine obere Röhre. Ja, das ist cool. Da ist man so mittendrin. Hier liegt ein Rochen rum. Hallo! Die sind cool. Okay. Ja, das heißt, wir sind hier fertig. Das ist doch wirklich klasse geworden. Doch, gefällt mir ganz gut. So, unten wollte ich noch Pflanzen hinmachen, damit man hier nicht weiter ins Eck geht. Weil da muss man ja nicht unbedingt hin. So. Und dann nehmen wir den hier. Oder eher so. Ja, so fände ich besser. Ja, okay. Gut. Da ist es aber auch arg dunkel, ne? In der Ecke. Da würde ich mir nochmal eben hier so eine Lampe nehmen und die da auch noch in die Ecke packen. Hier vielleicht so. Na, ey, lass mich doch da raus. Ich
will doch nur die Lampe dahin stellen, ein bisschen schräg. So, genau. Okay. Alles gut. Super, dann haben wir das geschafft. Oh, Fischi. Die sind dann doch nicht nur oben, ne? Also so ein paar kommen dann auch schon mal ein bisschen runter. Naja. Okay. So, hier bei den Tieren sortieren habe ich noch überhaupt nicht weitergemacht. Das machen wir jetzt auch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier noch ein bisschen Platz. Und dann denke ich, wäre es eigentlich richtig. Oder ist die Dings verpackt gerade? Die, na, wie heißt sie denn noch? Bibliocraft Mod, genau. Ja, also ich überlege, dass wir jetzt weitermachen in unserem Waldgebiet. Ich liebäugel damit, ja, entweder mit Bären oder mit Füchsen, die zuerst zu machen. Die Waschbären haben wir ja nun. Wir haben Rehe. Wir hatten das eine Gehege noch fertig gemacht und Ziegen reingetan. Genau. Und dann können wir jetzt eigentlich an ein neues Gehege gehen. So. Und hier machen wir dann, ja, die nächste Zeit dann weiter. So. Und das da. Jetzt noch, glaube ich, zwei Wände. Zwei oder vier? Vier. Die machen wir dann eben fertig. Dann haben wir nämlich hier das, das schon geschafft und dann können wir dann einfach einrichten dann. Na, da. So. Ja, ich hau hier die Wände kaputt. So, dann haben wir es hier weg, oder? Haben wir alles leer? Ja, sehr schön. Okay, also vorbereitet ist es. Dann brauchen wir hier demnächst nur noch loslegen und da ein schönes Tiermuseum draus machen. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Das sah gerade komisch aus. Wo wir können hier eigentlich nochmal gucken, hier so, sind hier überhaupt Laternen? Hier ist so gar nichts an Licht, ne? Die stellen wir nochmal auf. Da. Wo will ich die denn hinhaben? Hier könnte man jeweils eine erstmal hinstellen. Und dann hier. Da. Da. Da und hier.
Und hier brauchen wir natürlich auch noch welche, aber da haben wir gar keinen wirklichen Platz für, ne? Hier eine Laterne hinzustellen. Hier haben wir auch so überhaupt kein Licht dran. Dann würde ich hier Solampen dranhängen, denn ein bisschen Licht brauchen wir hier ja und brauchen wir eigentlich auch hier draußen. Könnte man. Nee, das sieht doof aus. Vielleicht so. Und hier auch immer so dazwischen. Ah, hier haben wir immer zwei. Ja, das ist ja auch doof. Ach, Mano. Das passt alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Hier hatten wir doch auch ein Heu-Dings stehen gehabt am Anfang, oder? Sowas hier. Ja, das packen wir da mal hin. Über Wassereimer. Und den nehmen wir da auch. Und, ach, vielleicht könnte man auch. Ne, eine kleine Schubkarre wäre vielleicht besser. So, dann sieht das so ein bisschen bewirtschaftet aus hier. ja, Lampen. Vielleicht einfach so. Also hier halt. Ja. Gut, also ich denke, so kann man das dann schon lassen. So, bei euch ist soweit alles gut. Ich glaube, im Stall war auch alles okay. Genau, da hatten wir ein bisschen umdekoriert, aber letztendlich kann man das ganz gut so lassen. Okay. Also, dann haben wir doch hier schon ein Stück wieder ein bisschen aufgepeppt. Das bleibt so. Ui, es ruckelt hier. Hier, die können wir wegmachen. Dann machen wir wieder die anderen Lampen hin. Das war ja sowieso so nicht wirklich toll. Das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen gehabt. Die Lampen. So. Die gehen weg, wenn ich weggucke. Hier, die auch. Das lassen wir so, ne? Das mal eben hier weg, das ist ein bisschen nervig. Da gehört auch noch eine hin. Okay. Also ich muss sagen, wir haben schon extrem wenig Lampen, ne? Also da so gar nicht wirklich viel Wert drauf gelegt worden, weil es ja eigentlich eh immer hell ist. Ja, aber ich finde, das gehört trotzdem dazu irgendwie. Und die Parkbänke, die könnten wir vielleicht auch noch mal austauschen. Denn ich fand die schon recht schön, die neuen. Also die gefallen mir richtig gut. So. Also die finde ich auch nett. Das ist mal was Dunkles, ne? Und nicht immer helle Sachen. Finde ich total schön, dass es das jetzt auch gibt. Ich würde aber allerdings gerne die da nehmen. Genau. Obwohl nicht die verzierte, sondern die einfache hier. Glaube, die würde mir am besten gefallen. So, genau. Doch, ja. So macht dann der Platz hier gleich wieder viel mehr her. Hoch. Erstmal den Boden kaputt hauen. Da ist ein. Ach genau, das ist das Schild.
kann ich so wieder aufhängen. Das ist gut. Das hätte ich eigentlich stehen lassen können, glaube ich. So. Okay. Ah, ne, hier noch. Die hätte ich jetzt fast übersehen. Ja, also den Spielplatz würde ich jetzt einfach auslassen, auch wenn der vorher ein bisschen schöner aussah. Aber wir müssen ja nicht alles jetzt wieder hundertprozentig da in Ordnung bringen. Ich überlege, Goldfische in den Brunnen zu machen. Da, Goldfisch. Ja, ich glaube, das machen wir. Mehr aber nicht. Dann sind die auch schön gesichert. Denen kann nichts passieren. Den einen Fisch sollte man vielleicht erklären, du bist Fisch, du solltest im Wasser bleiben und nicht versuchen, da rauszukommen. Okay, gut. Auch das haben wir dann hier wieder fertig. Guck mal, da ist noch, steht noch eine Laterne. Und hier sind ja auch noch Bänke. Da hatten wir doch diese Holzdinger, ne? Ursprünglich. Diese Baumstammteile. Moment, da gucken wir mal eben. Das da. Genau, die hatten wir da ursprünglich. Die will ich jetzt nicht haben, aber ich würde hier schon die dunklen hinstellen. Das würde mir jetzt ganz gut gefallen. Wow. Wie viele kann ich denn jetzt hier aufstellen? Das ist ja enorm viel. Drei Stück, obwohl das geht eigentlich. Das hatten wir ja vorher auch. Ne, zwei waren es vorher. Ja. Passt schon. So, ein frei. Genau. Und hier wieder den Müll. So. Okay, das haben wir auch. Sehr schön. Muss hier noch irgendwo Licht hin? Eigentlich ja schon, ne? Aber da würde ich vielleicht tatsächlich eben so ab und an mal hier so diese kleinen aufstellen. Einfach, weil kein Platz für eine große Laterne hier ist, kann man vielleicht einfach mit so kleinen Lichtern ein bisschen nachhelfen. Ach, jetzt connected das. Doof. Hier, dann halt so auf den Boden gestellt. Ich denke, das ist ganz, ganz nett. Unsere Streichelwiese. Gut. Moment mal. Hier hatten wir doch so einen großen Wagen. Den können wir eigentlich auch mal wieder hinstellen hier. Sieht das gleich wieder um einiges besser aus. Hier hatten wir ja eigentlich auch die Bilder gehabt, die ich ja wegmachen musste. Da können wir eigentlich noch einen Baum mit hinstellen. Ja. Wachse. Baum, wachse. Nö. Warum nicht? Da müssen wir das halt einfach so rum machen. Halt erst den Baum wachsen lassen und dann den Wagen hinstellen. So, okay. Das haben wir auch. Hier lassen wir so. Das finde ich ganz nett. Da brauchen wir nicht umdekorieren. Das kann so bleiben. Genau. Ah, hier noch. Da nehmen wir genau das Gleiche, was wir da an der Seite auch hatten oder haben. Das nehme ich auch fertig. Gibt dann doch noch so einiges hier umzudekorieren, ne? Wieder, was dann eben
doch um einiges anders gemacht worden ist, weil die Mod ja gefehlt hat. So. Oh ja, und das Ding da wieder hin. Genau. Ach, dann haben wir das Stück auch fertig. Das ist toll. Das ist wirklich schön. Hier, das müssen wir auch ändern. Das finde ich auch irgendwie daneben. Das war jetzt nicht so wirklich schön. Okay, aber ich würde jetzt erstmal den Part beenden und ja, im nächsten sehen wir dann weiter. Also bis denn. Ciao, ciao.